So, herzlich willkommen zurück zu, ja, Mindtest Creative Server Let's Play. So. Okidoki. So. Genau. Tja, muss man mal gucken. Fahren gerade, glaube ich, bei Spitzhacke zu reparieren. Muss ich mal ganz kurz gucken. Aha, okay, haben wir gerade repariert. Gut. Ansonsten. Oh, was ist hier los? Bisschen Nahrung. Sehr schön. Ich bin dann mal gespannt, wie wir später die Gleise überhaupt verlegen, wie wir die hier heranführen, weil ein klares Gleis kommt erstmal nach hier, aber die Frage ist, machen wir den hier im Kopfbahnhof oder führen wir das Gleis noch weiter nach hinten? Weil ich wollte mit dem Gleis eigentlich mal gucken, wie wir das hinbekommen, bis nach da hinten. Allerdings ist da die Frage, ist das überhaupt sinnvoll, das Gleis so weit zu verlegen? Oder führen wir es, genau, oder führen wir es hier vorne lang oder und gucken wir dann. Auf jeden Fall kommt das Gleis erstmal hier runter. Hier kommt dann auf jeden Fall ein kleiner Bahnhof hin. Und ab dem Bahnhof gucken wir dann, wie es weitergeht. Aber da machen wir uns dann Sorgen. Ja, wenn es soweit ist. Jetzt erstmal machen wir sowieso uns eher Sorgen um den Tunnel hier. So. Sollten wir mittlerweile fast geschafft haben. Wie viele Blöcke sind noch? Noch 10 Blöcke, ne? Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ein bisschen Licht kann nicht schaden. Ein Talerchen. Yay. So. So, okay, das heißt, jetzt müsste ich eigentlich hier müsste ich jetzt wieder einmal. Okay. Okay. Das heißt, ja klar, die Distanz ist ein Block, nicht die Größe der Fläche. Okay. Das heißt genau, wenn wir jetzt hier noch eine Distanz haben, genau, da sind wir also quasi jetzt genau auf der Achse mit dem Gleis, wie es vom Bahnhof kommt. Das heißt, wir müssen jetzt hier noch eins reingehen. Ne, weil immer links und rechts natürlich ein Block frei ist, ist immer Dreierbreite. Und dann ist jetzt genau in die Richtung, ist dann jetzt der Bahnhof. So. Mal sagen, wir gehen erstmal hier die Fackeln erstmal auf den Boden. Kommt ja später die Kurve. So, weil der ganze Kladderadatsch hier in der Mitte kommt er nämlich weg. So. Tadradatsch. So, schlagen wir hier mal ordentlich was rein.
So, jetzt noch das hier oben. Oh, das war klar. Ah, mein Zuckerland hier. Noch mehr? Mal gucken. So, die Fackeln kommen jetzt nach hier. Du kommst auch weg, einfach da. Sehr schön. So. Easy. Okay. So, und jetzt müssen wir hier dann eine Kurve rumlegen. Das wäre dann... Ja, wir müssen ja das Hölzchen noch reinschneiden, ist ganz klar. Ich glaube, ich produziere erstmal ein paar Gleise, damit wir überhaupt wissen, wie groß das Ganze, wie groß der Bogen im Idealsten wird. Das Spitzhacke ist sowieso gerade im Eimer. Gut, das heißt, für Gleise braucht man ja bloß Eisen und Stöcker. Dann schmelze ich gleich mal ein paar Gleise ein, ein paar Eisenbarren, also nein, Eisennuggets. Daraus werden ja Eisenbarren. Und dann machen wir ein paar schöne Gleise. Zum Glück sind die Preise extrem preiswert. Vielleicht sogar ein bisschen zu preiswert. Also ganz ehrlich, 50 Gleise ist ja eigentlich schon ein Schnäppchen. Der ist immer noch am Ackern hier. Sehr gut. Kies kommt mal da wieder rein. So, Eisen. Müssen wir garantiert erst noch backen. Ich nehme mal hier so ein 99er Stack. Ich nehme mal zwei 99er Stacks. Ich hoffe, wir... Weil wir sagen, wir brauchen immer noch Roheisen. Von daher. Ja. Wie viele Eisen brauchen wir denn? Also, Advanced, Trains, da brauchen wir die ganz normalen Gleise. Da brauchen wir immer 6 für 50 Gleise. Heißt also, wir sagen mal so, Pi mal Daumen, ja. Ein Eisen alle 10 Gleise. Wie weit war die Entfernung? Distanz 180 und hier war am Anfang Distanz auch irgendwas. Sagen wir einfach 300 Gleise. Das heißt, wir brauchen auch 300 Eisen. Sogar etwas mehr. Also ungefähr 360 Eisen brauchen wir. Also doch eine ganze Menge. Eieieiei. Können wir ja fast froh sein, dass es so billig ist. Relativ weit viel. Na gut, dann schmelzen wir mal ein bisschen, ne? Hallo, die Weiche. So, dann können wir gleich mal die ganze Brot ausladen. Ach, die Blätter sind natürlich auch mittlerweile hier, ne? Geht unser Brennmaterial zur Neige. Dafür haben wir jetzt ordentlich Brot. Sehr schön, mindestens etwas. So, Futterkiste ist hier. Da mache ich das Ganze auch mal wieder rein. Okay, dann brauchen wir Blätter. Ich nehme einfach mal... Ja, komm, das Zeug hier. So, du kommst... da rein... drin damit hier. Du kommst da rein. Du kommst da rein. Haben wir da schon 300? Und dann mache ich hier noch
mal die rein. Haben wir 400. Ach, sollte reichen. Ein bisschen Eisen haben wir eigentlich sogar noch. Von daher, aber wie gesagt, die 46, die lasse ich mal hier als schöne Reserve drin. Das heißt, bei der nächsten Miettour werden wir auch auf jeden Fall wieder Eisen mitnehmen. Das steht dann ja wohl fest. So, du kommst daraus. Okay, also es sind doch wahrscheinlich erst so 6 Tools, die man reparieren kann. Denn ist ja doch fast noch ein bisschen sehr teuer. Im Gegenteil. Hält schon lange, meine ich doch. Sollte ich vielleicht doch nochmal ein bisschen runtersetzen. Ah, schwer zu sagen. Keine Ahnung. So. Geröll. Geröll war voll. Ja. Dann lassen wir das auch mal. Beziehungsweise, warte mal kurz. Wir nehmen mal hier noch ein paar Blätter mit. Und aus dem Überschüssigen machen wir gleich mal Cleanstone. Warum nicht? Kann nicht schaden. So. Bevor wir es wegschmeißen, ganz ehrlich. Dann lieber so. Okay. Wir haben ein bisschen Zuckersand, das kommt hier mit rein. Dann mittlerweile auch ganz schön beächtlich. Wir haben sogar noch Cleanstone, sehr schön. Ja, eben, wir wollten ja noch unser Tunnel auskleiden, ne? Da sind ja immer noch die ganzen Löcher, da brauchen wir auch Glas. Oder die Waldfee. Ich meine, wir haben 70 Glas und sogar fast reichen für die Aktion. Aber wir müssen es halt irgendwann mal in Angriff nehmen. Bevor ich das immer wieder auf die lange Bank schiebe. So, wie viel Eisen ist schon fertig? Aha, sieht doch gut aus. Ja, ja. Immer her damit. Dankeschön. So, dann machen wir erstmal ein paar Gleise. Da brauchen wir immer auch Stöcker für. Das heißt, ich brauche... Oh, keine Ahnung, ich brauche einfach 200 Stöcker. 200 Stöcker sollten reichen. 45 habe ich. Die lasse ich aber auch mal drin. Ich mache mal lieber neue Stecker. So. Und zwar brauche ich für 200 brauche ich 50 Holz. So. Daraus bekomme ich jetzt genau 200 Stecker. Sehr schön. So, machen wir das jetzt mal nach da und das nach da. Ne, machen wir anders. Wir machen erstmal das Eisen rein. Wir machen jetzt dann das hier. Oh, was ist das denn? Aufzugstür? Oh. Travelnet. Stimmt, habe ich nie benutzt. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Damit das mal nicht passt. So, dann haben wir jetzt... Was? Moment mal, bin ich bescheuert? Abbrechen. Ich glaube, ich habe gerade Scheiße gemacht. Ich bekomme immer 50 Gleise. Was habe ich denn getan? Den haben wir viel zu viel gemacht. Wie habe ich den gerade gerechnet? Oh, ich bin noch ein Idiot. Ich bin noch ein Vollidiot. Oh. Ich habe hier... Habe ich mit 6 zu 5 gerechnet. Aber ist ja 6 zu 50. Ich bin noch ein Idiot. Oh, das tut weh. Haben jetzt also massig Eisen gemacht. Naja, ich habe jetzt noch ein bisschen Eisen gerettet. Ein bisschen Roheisen. Ja, das war ja intelligent. Naja, haben wir jetzt schön viel Eisenbarren. Ob wir die mal noch gebrauchen? Gute Frage. Scheiße. Ey, wir kriegen mal 50 Stück davon. Ja, fick doch die Henne.
So, wisst ihr was? Damit die mal ein bisschen Ruhe ist, kommt mal das ganze Scheiß hier rein. Feierabend. So. Ja. Naja, das ändert natürlich die gesamte Lage. Das ist ja, also, ganz ehrlich, was ist denn hier los? So, das heißt, wir brauchen. Na, gehört natürlich immer nur einmal. Danke dafür. Jetzt haben wir schon 200 Gleise. Wir brauchen 400. Ungefähr. Alter, ey, das ist ja. Wie kann ein Mensch so dumm sein? So, du kommst raus, du kommst nach da, jetzt kommst du da unten rein. Achso, ja, das war natürlich dumm. So, mal ein bisschen hier komprimieren, ne? Jetzt kannst du wieder rauskommen. Du kommst nach da, du kommst nach da. Jetzt haben wir 500 und... Das soll erstmal reichen. So, die kommt wieder raus, das kommt auch wieder alles raus. Oh Gott, Alter. Ja, das war natürlich eine super... Das war schon wieder typisch... Einfach typisch Ronny. Das ist wieder so komplett. Warum tue ich diese? Gut, das restliche Eisen packen wir noch mit in unser Rucksack rein hier. So. Ja, gut. Also, ich sag mal so: Gleise haben wir jetzt genug. Definitiv genug. Aber sowas von genug. Ach, Alter. Naja, ich sag mal so, eine Null kann man ja schon mal vergessen, oder? Vor allem ist mir auch gar nicht aufgefallen, weil eben mit 1 zu 1 oder mit 6 zu 5 vielmehr, das wäre ja auch gar nicht so preiswert gewesen. Das wäre ja eigentlich sogar relativ teuer schon gewesen, aber ja. War ja auch 56. Ist das traurig. Na gut, kann ja mal passieren. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier ungefähr die Flucht. Ich würde jetzt gerne mal einen Marker hier haben. Und den würde ich dann jetzt... wie ist das jetzt gedenkt? Kann ich den jetzt einfach hier... So, relativ zu the marker you placed before, genau, 16 Meter westlich. Eins, zwei, drei, vier. Genau. So, das heißt. Hier kommt unser erstes Gleis hin. Was? Ach, man braucht da... lol. Ja, fick doch die Henne. Wow. Okay, das ist traurig. Das war ja wieder... Jetzt muss ich halt, das war schon falsch. Überlegen... Wow, brauchen wir dafür auch erstmal Berechtigungen? Ist ja scheiße. Kann man das deaktivieren? Muss ich mal gucken, ob man in der Config das deaktivieren kann, dass normale Spieler auch Gleise bauen können. Ich meine, Züge bauen, okay, das nicht. Aber zumindest Gleise, damit man sowas wie so eine Parkbahn bauen kann. Ist ja hässlich, Alter. Das ist ja jetzt Bullshit. So. Track. Achso, müsste eigentlich hier oben auch drin sein.
Trackbilder, genau. Gibt es da noch mehr in dieser Hinsicht? Twerk. TravelNet, Physics, Spawn, All, Train Operator. Dass sie auch alle durcheinander sind. Ach da, Train Admin, Train Builder. Gut, also Train Admin auf jeden Fall nicht. Train Operator. Könnten wir mal machen fürs Let's Play. Was gibt's ja jetzt so scheiße viele Privilegien durch diese Ice Essentials Mod? Ist das hier unübersichtlich, Alter? Warum werden die nicht einfach mal nach Alphabet sortiert? Wonach wird diese Kacke überhaupt sortiert? Ist es hier einfach zufällig sortiert oder was? Diese Sortierung macht ja überhaupt keinen Sinn. That's Bullshit. Gut, egal. Auf jeden Fall. Wisst ihr was? Wir machen es anders. Wir geben mir. Nein. Also meinem Let's Play mir. Einfach das Recht, sich selber Rechte geben zu können. So. Bam. Dann machen wir es auf die Art und Weise. Kann ich immer, wenn ich merke, okay, mir fehlt irgendwas, was fürs Let's Play doch interessant oder wichtig wäre, kann ich mir einfach immer die entsprechenden Rechte geben. Dann muss ich mich nicht immer als Worker anmelden. Ist ja auch Bullshit, Alter. Ja, ganz ehrlich, ist ja. Ist ja schlimm. So. Dann wollen wir mal. Das war jetzt hier, war 17. Genau, heißt also, hier muss das erste Gleis hin. Und dafür brauchten wir Track Builder. Grant me Track Builder. Sehr schön. So, genau. Dann haben wir jetzt hier das erste Gleis. Also wir kommen quasi, ne, wir kommen quasi von hier gerade ran. Dann gehen wir so. Dann gehen wir so. Das heißt, wir müssen erstmal zwei gerade und dann eins versetzt. Zwei gerade und dann eins versetzt. Wo ist die scheiß Fackel jetzt hin? Da. Axt brauchen wir jetzt gerade eh nicht. So, dann müssen wir hier schon mal alles wegkloppen. Mal hier so ein bisschen Licht hin. Wie viel Schotter hier ist. Ich nehme alle drauf hier. Darf nur nicht zu dunkel werden. Sonst kommen die bis Monster. Und das wäre mir nicht ganz so lieb. Genau, du auch noch was. So. Sehr schön. Jetzt kleiden wir hier alles mal wieder mit Cobblestone aus. So, das heißt, es geht hier erstmal gerade weiter. Es wäre also der, dann der, dann der, dann der, dann der und dann der hier. Genau. So. Ach, jetzt hat er eigentlich, könnte ich die auch gleich entfernen. Hier genau das Gleiche.
So, lassen wir es mal so. So, jetzt haben wir hier ein Stück gerades Gleis. Das führen wir einmal fort in beide Richtungen. Und nochmal. Na, nochmal wäre gerade hier zu viel. So, und da gehen wir jetzt hier so, so, so. Sieht das gut aus? Das Mittelstück ist das hier sehr kurz geworden. Ne, sieht scheiße aus. Das heißt, du kommst mal weg hier. Du kommst auch nochmal weg und du kommst schon eins nach da. Sieht das so besser aus? Haben wir hier so ein langes Stück einmal über die Bildschirmbreite? Hier einmal mehr als die Bildschirmbreite und hier wieder Bildschirmbreite. Ne, sieht auch kacke aus. Okay. Dann also einmal anders. Wir gehen hier eins länger geradeaus und gehen erst dann um die Ecke. Haben wir jetzt hier drei Gleise. So, jetzt auch wieder. So, gucken wir mal, ob es jetzt so aussieht. So, jetzt haben wir hier einmal Bildschirmbreite. Hier einmal Bildschirm. Naja, fast, aber so, so sieht es auf jeden Fall schon wesentlich besser aus. So sind die Abstände einigermaßen gleich. Wenn es so rüber geht. Ja, doch, das geht. Das ist noch. Okay, gut, so machen wir das. Sehr schön. Jeder Abstand, der passt auch. Ich würde aber gerne. Gut, hier die Dinger müssen wir dann doch wieder mit Cleanstone machen. Sieht man doch alle. Was aber eigentlich auch nicht so schlimm ist. Es sollte halt nur ein einheitlicher Look werden. Das heißt, hier kommt auf jeden Fall Cleanstone rein. Ja, genau, die Wände hier machen wir auf jeden Fall mit Cleanstone. Ja, genau. So, hier oben ist dann wieder alles weg. So, das heißt, wir brauchen eine Menge Cleanstone. Und dann brauchen wir für den Cleanstone noch diese komischen, diese Slats. Die kommen nämlich hier so hochkant an die Dinger ran. Und dann brauchen wir noch so eine kleine Stifte, die kommen dann hier rein in die Ecke, jeweils so eine kleine Vierteldinger. In die hier in, ne? Also wenn es hier mal so eine Stufe at eine Stufe ist, dann kommen hier mal so eine Vierteldinger rein. Und wenn es so wie hier quasi zwei Stufen at einer Stufe ist, dann kommen immer so eine werdet ihr gleich sehen. Ich muss sie halt nur kurz herstellen. Haben wir so eine Säge. Ja, wir haben eine Sägewand sogar dabei, aber keine Cleanstone. Oh, fuck. Heißt also, ich muss sowieso zurück. Ja, genau. Dann gehen wir mal kurz zurück. Wir haben ein paar Cleanstones im Ofen. Machen wir aber mal nächste Folge erstmal. Zeit ist schon wieder rum. Ja, egal. Von daher schauen wir vor.